Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, aufregende astrologische Konstellation. Die Sonne ist in Konjunktion mit Antares, aber nicht nur das, sondern die wahre Sensation ist, dass diese Konjunktion genau auf der Hauptachse, nämlich sogar am Aszendenten stattfindet. Also ein wirklich großes Ereignis wegen der Konjunktion mit dem Aszendenten, weil die Konjunktion Sonne-Antares hätte auch überall sonst stattfinden können. Also meines Erachtens, meiner Beurteilung nach. Und wir haben hier noch einen weiteren Kontrahenten bei dieser Konjunktion beteiligt, nämlich in Opposition Aldebaran. Dazu kommen wir aber gleich. Ich würde sagen, machen wir die Zahlen bitte, die neue Zahlenreihe, weil sonst vergesse ich auf die ebenso wie im zweiten Teil. Aber im zweiten Teil habe ich ja nicht drauf vergessen, sondern ich habe einfach in meinem jugendlichen Begeisterungsanflug habe ich sozusagen da das nicht mehr stoppen wollen können, brauchen. Und ich würde sagen, schauen wir uns die neue Zahlenreihe an. Das ist der 11.09.1740, wieder sehr leicht zu beweisen. Warum der 11.09.? Weil das 11. Grad beginnt ab 10 Grad Schütze, also von 10 bis 11 ist der 11. Grad. Und wir haben eben hier den 9. Monat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das Jahr 1740 hängt mit der Präzession des Äquinoxiums zusammen, also nicht die Präzision, das wäre, ja, vielleicht ist es Präzisionsarbeit, aber die Präzision alle 2160 Jahre in etwa kommt ein neues Sternbild sozusagen beim Frühlingspunkt zum Vorschein. Deswegen war ja dereinst auch die Sphinx von den Ägyptern errichtet worden, wenn wir bedenken, dass wir jetzt hier Es läuft ja rückläufig, also die 24 Grad Fische, es ist in Wahrheit, es ist ein Countdown, wir sind auf 5 Grad 50, aber ist egal, das ist nicht wichtig. Ja? Und wenn zum Beispiel jemand fragt, ja, wie alt ist die Sphinx, dann sage ich nur, da braucht man nicht, das ist keine große Rechnung, oder? Wir nehmen dieses Zeitalter, also 1740 Jahre, geben 1, 2, 3, 4 Zeitalter und das komplette Löwe-Zeitalter dazu, weil gegen Ende des Jungfrau-Zeitalters wurde ja schon die Sphinx geplant und fertiggestellt. Das heißt, damit sie quasi zu Beginn des Löwe-Zeitalters, also wenn am 20.03. oder am 21.03. im Osten das Sternzeichen Löwe aufgeht, eröffnet oder freigegeben oder was auch immer da haben sollte, ist Dirkel überzogen. Das heißt, wir können ganz schnell ausrechnen, wie alt die Sphinx ist. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ja, ich muss das, da reichen die Finger bitte nicht aus, bitte um Verständnis für meine Rechenkünste. 2160, ein Zeitalter mal 5 ist 1800 plus unser Jahr 1740 ist 12.540 Jahre. Das heißt, die Sphinx wurde ja zerstört, das heißt, wir wissen, der Kopf war viel größer, es war ein Löwenkopf, jetzt ist er Menschenkopf und das heißt, wir können die Sintflut so berechnen, dass sie auf jeden Fall nicht vor 12.500, also das heißt, ja, mit vor Christ und so weiter, aber sagen wir von heute, dass sie nicht vor 12.540 war, weil das ist eine ganz einfache Rechnung. Ja. Wie gesagt, Zahlen. Wir haben die 11, die 20, die 21 und die 7 ist die 28, die 28 und die 2, die 4 ist die 32, die doppelte und daraus resultieren dann die 5 Jupiter. Die 11 ist sozusagen, naja, das ist unsere Domäne, die magische, nicht Dämone, das ist deren Fraktion. Unsere Domäne ist die magische Wirkungskraft, das heißt, wir können mit mentaler Kraft, die wir jetzt in den letzten Jahren erst entdeckt haben, können wir unglaublich viel bewirken. Ja? Wir können ganz gewaltig viel bewirken, deswegen das Beste, was du bewirken kannst, was wir bewirken können, ist Leben, Friede, Harmonie, Glückseligkeit, einfach ein gutes Gefühl, Mensch zu sein und nicht mehr Lohnsklave für irgendwelche Parasiten im Hintergrund zu mimen. Ja, der Zwerg Mime, da könnte ich auch sehr viel dazu berichten und der Siegfried sage, ja, der Neandertaler mit, wie viel hat er gehabt, waren das 2000 Kubikzentimeter Gehirnvolumen oder waren es 1500, ich weiß nicht, jetzt schon alles ein bisschen lange her. Die 20 als, naja, Beendigungszahl, sozusagen Auferstehung und ich würde sagen Volltreffer. Gut, bei der alten Zahlenreihe haben wir diese Zahl schon gehabt, aber
absoluter Volltreffer. Absoluter Volltreffer, denn wir haben hier ja eine Beendigung, weil Antares und über die Achse Aldebaran ist die Beendigungsachse. Und das heißt, hier sollte etwas geschehen. Die 21 weist uns darauf hin, dass dieses Jahr, ein gutes Jahr sein wird. Also das heißt, das Jahr 2023, weil dieser Aspekt dauert 365 Tage, wenn die Sonne wieder diese Achse berühren wird. Also sehr einfach und angenehm zu rechnen, weil auch jedes Haus ein Monat lang ist. Also ganz einfach. Und großer Schutz, große sozusagen Möglichkeiten. Und hier steht es ja, das hatten wir ja in den letzten Tagen immer wieder so oft. Ja, immer wieder und immer wieder wurde betont, der Menschheit wurde aufgrund unserer großartigen mentalen Arbeit eine Art Dispens erteilt. Also das heißt von oben, also so ungefähr, aber frei übersetzt. Ja. Also das bedeutet, wir sollten unsere Sturheit, unsere Programmierungen, unsere Verbohrtheit auflösen. Wir sollen wieder in den Fluss der Dinge kommen. Denn wenn die 28 befreit wird, dann eröffnet sie ein unglaubliches Potenzial. Und die 32 sagt, Leute, aufpassen, vorsichtig sein, das ganze Jahr über, na okay, das ist mühsam, ja, das ganze Jahr über sollten wir vorsichtig sein, aber die Bonusrunde bedeutet, wenn du das Richtige machst, doppelte Erhöhung, wenn du einen Fehler machst, kriegst du halt doppelt am Zichuri. Also das heißt, hier haben wir eine ganz klare Aussage dieses Horoskopes. Die Sonne bedeutet nämlich, sie strahlt in jedes einzelne Haus, oder können wir es auch so richtig laufen, jetzt in der richtigen Reihenfolge nehmen, jedes dieser Häuser ist von der Sonne beeinflusst. Allerdings, bevor wir vor Freude aus dem Sitz den doppelten Jägermeister inszenieren, würde ich sagen, mit Bauchfleck, und würde ich sagen, ich muss ein bisschen einen Wermutstropfen hineinschütten, weil wir haben hier einen Spiegelpunkt. Nämlich Sonne 10.03, Saturn 19.56. Und hier haben wir 54 Sekunden, 2 Sekunden. Hast du schon mal jemals so einen engen, genauen Spiegelpunkt gesehen? Addieren wir es einmal. 10 plus 19 ist 29. 56 plus 3 ist 59. 54 plus 2 ist 56. Auf 4 Sekunden ein genauer Spiegelpunkt. Unfassbar, ja, unfassbar. Also das ist der Oberhammer. Und wir müssen leider, ja, wir müssen leider Saturn in die Sonnenenergie mit einbeziehen. Bevor ich darauf eingehe, schließen wir die Zahlenreihe bitte ab. Jupiter. Ja, hier sehen wir unsere wunderschöne Matrix hier im Mittelpunkt. Die gehörnten, ja, die 5, richtig. Der Hierophant oder, ja, wie auch immer, nicht der Elefant, also, sondern der Hierophant sozusagen hier, die Matrix, also das System halt hier. Die Hölle auf Erden und die Schlüssel zur Unterwelt, ja, sind in Rom, natürlich liegen sie in Rom. Saturn steuert das Ganze hier oben leicht erkennbar mit seinen gewaltigen Senderingen, die sozusagen im 29er-Rhythmus auch mit dem Mond in Resonanz gehen. Und hier oben ist der Himmel. Der Himmel, eine feinstoffliche Ausstülpung dieser satanischen Matrix. Die Leute glauben, sie wären im Elysium und in Wahrheit sind sie nur in der Vorbereitung zur Rückzugsschleife, do it again, Sam, sozusagen, la même chose encore une fois, also sozusagen, ja, bitte dasselbe noch einmal. Also das heißt, wir sehen hier, was sehen wir hier auf dieser Achse? Bitte immer bedenken, Aldebaran ist ja Alpha Tauri, also der hellste Stern im Sternbild des Stier. Und Antares, was haben wir denn? Antares ist Alpha Scorpi, ja, also der hellste Stern im Sternbild des Skorpion. Also das heißt, wir haben hier in dieser Konstellation lupenrein ganz klar angesprochen auch die Besitzachse. Also das heißt, wo ist sie? Stier, Skorpion wird mit dieser Besetzung Antares, Aldebaran und Sonne darauf und natürlich mehrfach Trigon, ja, dreifach Trigon, obwohl bei Fixsternen lässt man ja nur die Konjunktion gelten, weil sonst wäre der Einfluss unübersichtlich. Ja. Wenn über 100 Fixsterne, dann noch Quadrate, Trigone, Oppositionen, Spiegelpunkte bilden, gute Nacht. Also hier lässt man nur die Konjunktion gelten, weil sonst, ja, das wäre totale Überforderung. Das heißt, wir sehen,
zum vierten Haus unheimlich starke trigonische Besetzung. Also habe ich das schon, wollte noch was erinnern, wir haben ja hier Predictive Programming und da gibt es ja eine Ursache und die nennt sich der römische Club. Ist das nicht komisch, gell? Ist komisch, gell? Alle Wege führen nach Alfa Romeo. Alfa Romeo. Ich müsste ja wieder das Logo, ich meine, ich muss es wieder machen. Er hat es wieder gemacht, es tut mir leid. Ich gebe ein, Alfa Romeo, ja. Romeo, na, sagen wir so. Ich muss da aufpassen, weil ich habe meine Kärtchen dazwischen. Logo. Ja, alle Wege führen nach Rom. Und du weißt, was dieses Logo bedeutet. Die grüne Schlange mit dem blutenden menschlichen Oberkörper aus dem Leib, also aus dem Maul heraus. Das ist rot, gehört der Oberkörper. Und hier ist die Krone. Was heißt die Krone? Die Krone hat früher bedeutet die Nummer 1. Ich würde sagen, wir wechseln zum Teil Nummer 4. Ende.